Wenn ich groß bin, werde ich Pilot. Das war für Thomas Bayler schon als kleiner Junge klar. Sein Wunschflugzeug? Ein Militärjet, der mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs ist. Sein Kick? In 10 Minuten von Genf nach Zürich fliegen. Schon mit 7 Jahren wollte ich Militärpilot werden. Die Jets haben mich fasziniert. Seither habe ich mein Ziel verfolgt. Nach dem Gymnasium und einer 6-jährigen Pilotenausbildung wird sein Traum Wirklichkeit. Thomas Bayerler wird Pilot des Kampfjets FA-18. Thomas ist ausgebildet für den Polizeidienst in der Luft. Jeder Trainingsflug wird zuvor genau besprochen. Heute soll ein ausländisches Flugzeug überwacht werden. Du on top Visual Marsa kommst rein und kommst initially wirst du mal in einer Cruise kommen. Mehr als Patrouille können da auch interceptieren. Als Patrouille beobachten wir das Flugzeug. Wo kommt es her? Was tut es? Wohin fliegt es? Das sind Standardeinsätze und wir trainieren das heute. Wo es auch häufig gibt. Und für das brauchen wir auch das Training und das machen wir heute. Sein 18 Tonnen schwerer Kampfjet erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 1800 Kilometern pro Stunde. Dabei entstehen gewaltige Kräfte. Der größte Kick ist das Wissen, dass ich die Maschine beherrsche. Und das sind dann die Momente beim Manövrieren in der Luft, beim Starten und Landen. Wenn mir bewusst wird, was ich gerade in der Luft erlebe und was mein Körper mitmacht, gibt mir das den größten Kick. Geht mir das der größte Kick. Wenn ich dann so eine FA-18 kann starten, gerade mit Nachbrenner. Wenn ich eine FA-18 mit Nachbrenner starten kann, dann geht das unglaublich schnell und man hebt mit 250 km/h ab. Das ist faszinierend. Aber es gibt auch Extremsituationen. Extremsituationen gibt es in der Luft? Extremsituationen gibt es, wenn ein Flugzeug in der Luft eine Panne hat oder wenn zwei Maschinen nah aneinander vorbeifliegen. Das passiert. Man erschrickt, aber man muss das schnell wegstecken und weitermachen. Das passiert, da verschrickt man. Und das muss man dann schnell wegstecken und weiterschaffen. An ein kritisches Erlebnis erinnert sich Thomas ganz speziell. Seine damalige Tiger-Maschine hat ein gravierendes technisches Problem. Er muss sich entscheiden, ob er den Schleudersitz betätigen soll. Was passiert mit mir? Was passiert nach einem Schleudersitz aussteigen? Man fragt sich, was passiert, wenn man in großer Höhe mit dem Schleudersitz aussteigt. Da ist es eiskalt. Was passiert, wenn ich unten ankomme? Werde ich vielleicht querschnittgelähmt sein? Oder was passiert mit meiner Familie? Was passiert mit meiner Familie? Ich wollte nicht aussteigen. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe mich gegen den Ausstieg entschieden und auf einem Flugplatz eine Notlandung gemacht. Zur Landung muss man das Fahrwerk ausfahren. Diese Systeme hängen am linken Triebwerk und hätten technisch eigentlich nicht mehr funktionieren können. Und trotzdem hat das Fahrwerk reagiert. Ich bin gelandet und das ABS hat nicht funktioniert. Ich bin gelandet. Deswegen ist ein Reifen geplatzt. Sonst ist nichts passiert. Als ich gesund ausgestiegen bin, war ich Gott sehr dankbar, dass er mich bewahrt hat. Und wenn ich ausgestiegen bin, bin ich Gott also sehr dankbar gewesen, für dass er mich so bewahrt hat. Es gibt im Beruf ein paar Momente, wo Gott mir nahe ist. Es gibt im Beruf immer wieder Momente, in denen mir Gott nahe ist. Meist hat es mit der Natur, mit der Schöpfung zu tun. Wunderbare Sonnenuntergänge, Nebelformationen oder wenn man nach dem Start die Wolken durchbricht und oben ist blauer Himmel und Sonnenschein. Oder frisch verschneite Berge. In solchen Momenten erlebe ich Gott. Das sind Momente, wo ich Gott schon speziell erlebe.
mit Gott bin ich nicht schnell unterwegs. Das Gott mit Gott bin ich nicht schnell unterwegs, eher langsam. Mit Gott hat man sein Leben lang Zeit, eine Ewigkeit. Man macht kleine Schritte, vorwärts, wie ein Kind. Das gibt mir Ruhe. Diese Ruhe gibt mir den Ausgleich zur Geschwindigkeit und dem Adrenalinkick. Adrenalinkick? Eine erfolgreiche Landung. Ein Trainingstag geht zu Ende. Privat bestimmt seit einem Jahr Töchterchen Emmy das Tempo von Thomas. Hat das junge Familienglück Auswirkungen auf sein Fliegen? Nein, ich fliege nicht anders, seit ich Vater wurde. Ich fliege nicht anders, seit ich Vater bin. Ich war schon immer vorsichtig, habe das Risiko so klein wie möglich gehalten. Und das mache ich jetzt noch genau gleich. Ich würde sagen, Familie. Die Familie ist für mich mehr als nur ein Ausgleich. Sie ist mir wichtiger als mein Beruf. Ich bin dankbar für meinen tollen Job, aber die Familie ist für mich das Wertvollste. Die Familie ist mir viel mehr wert im Herz. Ursula Bruhin ist eine bekannte Schweizer Snowboarderin. Viermal war sie Weltmeisterin. Vor 3 Jahren beendete sie ihre aktive Karriere. Heute begleitet und fördert sie den Nachwuchs. Und sie ist Botschafterin für eine ganz besondere Sache. Fürs Beten. So kennt man Ursula Bruhin. Als Snowboard-Profi gewinnt sie 4-mal die Weltmeisterschaften. Dazu unzählige Podestplätze im Weltcup. Heute ist sie meist ohne Board unterwegs und gibt ihre Erfahrungen in Coaching oder Mentaltraining weiter. Und sie ist Botschafterin für die jährliche Gebetswoche in der Schweiz. Wenn Leute zusammenkommen im Gebet, ist das immer... Es ist etwas Besonderes, wenn Menschen zusammen beten. Gebet öffnet die Herzen und man kann Hoffnung vermitteln, wenn Menschen alleine nicht weiterkommen. Während einer Gebetswoche kann man Menschen ermutigen, die es im Leben nicht leicht haben. Auch nicht immer so einfach haben. Die weltweite Gebetswoche der Evangelischen Allianz startet diesen Sonntag, 11. Januar. Eine Woche lang treffen sich in der Schweiz 70.000 Christen aus Landes- und Freikirchen zu Gebetsveranstaltungen. Eine Broschüre dient als Leitfaden. Ich merke einfach, wie wichtig das ist. Ich weiß, wie wichtig es ist, füreinander im Gebet einzustehen. Das gibt einem Halt, wenn eine Krise kommt oder man Sorgen, Ängste oder Zweifel hat. Dann kann man füreinander beten. Ich habe oft gespürt, wie mich das gestärkt hat, wenn es mir schlecht ging. 8 Jahre mischte Ursula Bruhin den Snowboard-Zirkus auf. Immer wieder kam sie auch an ihre Grenzen. Der Glaube an Gott und im Speziellen das Gebet veränderte ihren Alltag. Manchmal in der Training ist halt das Resultat nicht so gewesen, wenn ich mir das vorgestellt habe. Manchmal waren die Resultate im Training nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Oder es ist in den Kurven nicht so gelaufen wie sonst. Dann fängt man an sich zu zweifeln. Ich kam mir vor wie unter einer Decke. Das hat mir wirklich Angst gemacht. Ich dachte, ich kann den Druck nicht aushalten. Mir ist alles zu viel. In unserem Team gab es 2 Kollegen, die auch Christen waren. Wir haben uns dann zusammengesetzt. Ich habe erzählt, wie es mir geht, und wir haben miteinander gebetet. Für mich ist dann der Himmel aufgegangen und ich konnte mit frischem Mut ans Rennen, und es ist gut gelaufen. Mit frischem Mut wieder ans Rennen gehen, und es ist dann auch super gelaufen. Damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer Sendung Ich will den Kick. Ich hoffe, die Erfahrungen der Menschen, die wir Ihnen heute vorgestellt haben, machen Ihnen Mut, Ihre eigenen Lebensträume wahr werden zu lassen. Mehr Einblicke in spannende Lebensgeschichten finden Sie in unserem Buch zur Sendung Fenster zum Leben. Wenn Sie eines haben möchten, schreiben Sie uns an die eingeblendete Adresse. Wir senden Ihnen dann das Büchlein kostenlos zu. Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unserer Sendereihe Fenster zum Sonntag haben, melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Vergessen Sie nicht, aus Überzeugung Fenster zum Sonntag. Auf Wiedersehen und Tschüss.